Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Wendorf. Können Sie uns den zurechtmachen? Ja, freilich. Für heute Abend? Wo haben Sie den gefangen? Im Moosweiher. Ich trage einen kleinen Küchen aus. Dankeschön. Ich sag ja, Glück muss der Mensch haben. Ja, ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Barbie? Barbie? Ja? Bring dir nur die Handtücher. Ist gut, danke. Wenn Fräulein Gerber weggegangen ist? Kurz bevor Sie gekommen sind. Und hat sie noch irgendwas gesagt? Nur, dass sie einen Bus nehmen wollte. Ein Bus? Ich hab mich eh schon gewundert. Danke. Zimmer 14, bitte. Ja, Zimmer 14. Da, Post ist auch dabei. Sehr. Es hat keinen Zweck mehr. Was ist denn los? Wir müssen weiter. Ich komm schon. Kein Blödsinn. Ich will dich nicht mehr sehen. Wann begreifst du das endlich? Na, dann eben nicht. Du bleibst hier. Weißt du, was du bist? Ein Widerling. Ein ganz großer Widerling. Kommst mit. Gib meine Tasche her. Ich hasse dich. Ich hasse Egal. Dich. Steig ein. Ich denk gar nicht dran. Steig ein. Guten Tag, Herr Bonte. Sie wünschen? Sie haben gestern am Telefon gesagt, dass wir noch einmal über alles reden könnten. Ja, ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass ich an meiner Haltung kaum mehr etwas ändern will. Aber mir ist da was eingefallen. Und vielleicht wäre das eine Lösung. Kommen Sie herein. Ich werde Sie bestimmt nicht lange aufhalten. Bitte schön. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Oh. Also, was haben Sie für einen Vorschlag? Darf ich fragen? Bitte nicht, Herr Bund. Ja, es ist doch so. Ihr Grundstück hat einen ganz bestimmten Wert. Aber es ist ja egal,
ob Sie jetzt das Geld von der Siedlungsgenossenschaft kriegen oder von mir. Also, da habe ich mir gedacht, wenn Sie das Geld jetzt von mir bekommen, also wenn ich jetzt praktisch Ihr Grundstück kaufe, dann könnte das Häusl stehen bleiben und ich könnte weiter drin wohnen. Und wissen Sie, was mir die Siedlungsgesellschaft für das Grundstück zahlt? Also, meine Versicherung, die könnte da vielleicht eine Hypothek geben. Ja, vielleicht. Wissen Sie, es ist so, auf dem Grundstück, da steht das Häusl mit dem Kiosk, mit der Gärtnerei, mit meinem Ausschank. Ich lebe davon. Das ist praktisch meine Existenz. Aber als ich Ihnen das Grundstück verpachtet habe, da habe ich Ihnen klar und deutlich gesagt, dass ein Baugenehmigungsverfahren läuft und dass auf dem Gebiet früher oder später eine Siedlung gebaut werden wird. Meine Frau, ich mache Ihnen da keinen Vorwurf. Das brauchen Sie nicht glauben. Die Siedlungsgesellschaft zahlt mir 600 Mark für den Quadratmeter. An was hatten Sie denn gedacht? Ja, wissen Sie denn wenigstens, wann ich da raus muss? Sie werden in nächster Zeit einen Brief bekommen. Na, geh ich wieder. Grüß Gott, Herr Wender. Ja? Wie ist es denn mit dem Fisch? Wann wollen Sie den? Ich muss weg. Können Sie mir gleich meine Rechnung fertig machen? Was ist denn passiert? Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Alles in Ordnung. Verstehst du das? Geben Sie mir bitte ein Amt. Ja, bitte? Holger, wo bist du denn? Aber du hast doch gesagt, du bleibst bis übers Wochenende. Ist was passiert? Ach so. Ja, wann? Gut, dann warte ich auf dich. Du, Holger, fahr vorsichtig, bitte. Stimmt, genau. Danke. Wissen Sie, wann der nächste Bus geht? Wieso? Sie haben doch selber einen Wagen. Mein Wagen hat eine Panne. Ach so, ja, wenn der Wagen nicht so weit weg steht, dann können wir ihn vielleicht abholen. Das ist nicht nötig, danke. Aha. Vielen Dank. Ja, also der nächste Bus, der geht in einer halben Stunde. Gut. Ja, wollen Sie zuvor Ihren Fisch noch essen? Ah, ich habe jetzt gar keinen Appetit. Wenn Sie sich was draus machen? Ja. Wenn Sie ihn wollen? Ja, Dankeschön. Bitte. Und wenn Sie mal wieder in die Gegend kommen? Klar, dann komme ich hier vorbei. Ja. Wollen Sie da herin warten? Nein, nein, danke schön. Also dann, fährt ihr da gut? Herr Wender! Ja? Der ist da drüben auf der Fensterbank, ling ich. Glaub, der gehört Fräulein Gerber. Ja, ja, vielen Dank. Bitte grüß schön. Dich, Brandner. Ja, servus, Stefan, grüß dich. Ja, die Agnes ist auch mal wieder da. Agnes, grüß Gott. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Wender, und gute Fahrt. Danke schön. Auf Wiedersehen nochmal. Herzlichen Dank. Wiedersehen, ja. Was ist denn mit dem los? Keine Ahnung. Fahren Sie nach München? Ja, bis zum Ostbahnhof. Können Sie mich mitnehmen? Ja, freilich, haben Sie recht viel Gepäck. Nur den Koffer. Ja, dann schmeißen Sie ihn hinten rauf. Danke.
was her, ich hilf Ihnen mit dem Koffer. Ja, das geht schon, danke. So, bitteschön. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Hallo? Ja, Brat? Hallo? Willst du nicht erst den Wagen in die Garage bringen? Den habe ich Barbara gegeben. Die will noch für ein paar Tage zu ihrer Großmutter. Ich bin per Anhalter gekommen. Habt ihr euch gezankt? Wie kommst du denn darauf? Du siehst nicht gerade sehr erholt aus. Ich bin müde. Du hast doch versprochen, nicht mehr zu trinken. Lass mich. Ich habe mich ja nie in deine Mädchengeschichten eingemischt. Wahrscheinlich muss ein Mann seine Erfahrungen sammeln, aber ich finde, du solltest dabei nicht unter ein gewisses Niveau gehen. Und ich finde, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich fürchte, du weißt das nicht. Ich habe wirklich keine Vorurteile. Auch ein Mädchen aus sehr einfachen Verhältnissen kann Verstand und Geschmack haben. Aber bei dieser Barbara scheint mir das nicht der Fall zu sein. Kannst du mich nicht endlich einmal in Ruhe lassen? Natürlich. Hattet ihr wenigstens schönes Wetter? Ja. Einigermaßen. Möchtest du noch was essen? Nein, ich möchte nur ins Bett. Deine Post liegt oben. Danke. Ach, übrigens, Mama, ich habe einen Haufen schmutziger Sachen mitgebracht. Kannst du dir morgen die Wäsche geben? Seit wann kümmerst du dich um deine Wäsche? Das ist mir gerade so eingefallen. Gute Nacht. Gute Nacht. Da steht der Name und die Adresse von Ihrer Tochter drin. Wissen Sie, ich habe gestern einen jungen Mann mitgenommen, einen Anhalter. Und als er ausgestiegen ist, hat er den auch brat liegen lassen. Ja, ja. Der gehört meiner Tochter. Ja, ich war gerade in der Gegend. Hab mir gedacht, bringst ihn einfach vorbei. Das ist sehr freundlich. Ja. Ja, was war denn das für ein junger Mann, den Sie mitgenommen haben? Ja, so wie der sich ausdrücken konnte, ich würde sagen, Student oder so ähnlich. Ein bisschen kleiner wie Sie und mittelblonde Haare. Das ist der Wendorf. Ja, ja. Ja, also ich muss wieder weiter. Schönen Dank auch. Bitteschön, ja, wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Seit wann fährt denn der Wendorf als Anhalter? Warum ist sie nicht mitgekommen? Ruf doch einfach mal bei ihm zu Hause an. Nein, das möchte ich nicht. Ja, oder wenigstens in dem Hotel, in dem sie mit ihm gewohnt hat. Sie hat mir die Nummer aufgeschrieben. Ich hätte nie erlaubt, dass sie mit ihm verreist. Hier ist sie. Aber ich habe hier nichts zu melden. Gerber, entschuldigen Sie bitte, aber ist meine Tochter noch bei Ihnen? Gerber, Barbara Gerber, sie ist mit einem Herrn Wendorf ange... So? Ah ja. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Und? Sie ist gestern Nachmittag abgereist. Wieso ist... Der Mann im Hotel meinte, dass sie nach Hause wollte. Wieso ist sie dann noch nicht hier? Was fragst du mich das? Sie wollte sich ja schon die ganze Zeit von ihm trennen. Sie ist bloß noch mitgefahren, weil er ihr so zugesetzt hat. Sie hatte ja beinahe Angst vor ihm. Also, neulich, da hat er ihr einen ganz gemeinen Brief geschrieben. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ja, du brauchst doch immer gleich so auf. Ist der Brief noch da? Natürlich. Ja. Weiter. Ja. Vorgestern Nachmittag hat sie das Hotel verlassen. Gestern Abend war sie immer noch nicht zu Hause.
Ich habe Ihren Freund angerufen. Wendorf heißt er. Er sagt, Sie wären noch zu Ihrer Großmutter. Er hat ihr seinen Wagen geborgt. Aber bei der Großmutter ist sie nicht angekommen. Wir haben gleich telefoniert. Ja, und Unfall hatte sie auch keinen. Wir haben uns bei der Verkehrspolizei erkundigt. Also, ich glaube, Sie brauchen sich da noch keine großen Sorgen zu machen. Vielleicht erzählt Ihnen Ihre Tochter nicht mehr alles, was sie so macht. Ja, das würden wir uns ja auch sagen, wenn dieser Brief nicht wäre. Dieser Wendorf, Ihr Freund, hat ihn geschrieben, eine Woche bevor er mit ihr verreist ist. Hoffentlich können Sie die Schrift lesen. Ja, ja. Was sagen Sie dazu? Geht's hier nicht weiter? Der Boden ist zu weich. Der Wagen würde sofort einsinken, wenn Sie vom Weg abkommen, wie der da. Aha. Sind Sie Herr Küster? Ich bin ein Mitarbeiter, mein Name ist Brenner. Ah, Kulmbacher. Ist das der Wagen da? Ja, ja, wir gehen gleich rüber. Am besten ist, Sie halten sich hinter mir. Stinkt ganz schön. Ja, das sind die Moorgase. Der Boden steckt da voller Verwesungsstoffe. Geht's? Ja. Doch sind die Schleuderwagen. Er wollte ihn wahrscheinlich vollständig versenken, aber das hat er nicht geschafft. Wer hat einen Wagen entdeckt? Ein Spaziergänger. Der hat dann den nächsten Polizeiposten benachrichtigt und der hat sich erinnert, dass ein Wagen mit dem Kennzeichen gesucht wird. Vermutlich ist der Fahrer von Höllenried her ins Moor gefahren. Es gibt eine Reifenspur. Und wie er hier stecken geblieben ist, da ist er dann zu Fuß weiter. Das Moorwasser hat die Fußspuren verwischt, aber wir haben am Markierungspunkt 1 eine Haarspange gefunden und an Punkt 2 einen Schal und an Punkt 3 einen Anhänger, der könnte von einem Armreifen abgerissen sein. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, einen Mann zu finden, den man hier ins Moor gebracht hat? Fragen Sie mich was Leichteres. Ja, bitte? Sind Sie Herr Wendorf? Ja. Köster Kriminalpolizei. Ja, und? Haben Sie vielleicht einen Drücker, so einen elektrischen, damit man das da aufmachen kann, ja? Danke. Wir möchten uns gerne mit Ihnen unterhalten. Dürfen wir rein? Ja, bitte. Danke. Sie sind ohne Ihren Wagen nach Hause gekommen, Herr Wendorf. Ja, das stimmt. Dem Wirt Ihres Hotels haben Sie erzählt, dass Sie eine Panne gehabt hätten. Aber den Eltern von Fräulein Gerber haben Sie gesagt, dass Sie ihr den Wagen geliehen hätten, weil sie zur Großmutter fahren wollte. Ich habe Barbara den Wagen geborgt. Aber sie ist bei der Großmutter nicht angekommen. Wie erklären Sie sich das? Wie soll ich das erklären? Ich habe Angst, dass ihr was passiert ist. Wir haben das Kennzeichen Ihres Wagens an alle Polizeidienststellen weitergegeben. Gestern Nachmittag wurde er gefunden. Mama, das ist Herr Köster von der Kriminalpolizei und ein Mitarbeiter. Danke, Frau Brenner. Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit Sie zu uns kommen? Ja, stell dir vor, mein Wagen ist gefunden worden. In einem Moorgebiet zwischen Erding und Freising. Und Fräulein Gerber? Die ist noch nicht gefunden worden. Nehmen Sie doch wieder Platz. Danke. Dafür haben wir in der Nähe des Wagens ein paar Kleinigkeiten gefunden.
Zum Beispiel ein Armbandanhänger, der von den Eltern von Von Gerber als Eigentum ihrer Tochter erkannt wurde. Und wie erklären Sie sich das? Ich möchte dazu keine Erklärung abgeben. Ich glaube nur, dass Von Gerber das Ding da nicht freiwillig dorthin gelegt hat. Dürfen wir Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Wie schätzen Sie Ihre Beziehung zu Von Gerber ein, Herr Wendorf? War das eine vorübergehende Sache oder mehr? Das war ein flüchtiges Abenteuer. Wir wollten uns verloben. Aber mach dich doch nicht lächerlich. Sobald Barbara zurück ist, tun wir das auch. Das steht fest. Fräulein Gerber hat das Hotel einige Tage vor dem geplanten Urlaubsende verlassen. Warum? Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Eine kleine? Ja, eine ganz alberne Geschichte. Ich frage das, weil Fräulein Gerber vor dem Verlassen des Hotels noch ein paar Zeilen auf einen Zettel geschrieben hat. Das Zimmermädchen fand den Zettel irgendwo in der Ecke. Sie schreibt hier, es ist aus, ich war nach Hause, Barbara. Barbara ist ungeheuer impulsiv. Und sowas hat sie schon öfter gemacht. Naja, sie hat ja, sie ist ja dann auch nicht nach Hause gefahren, nicht? Zeugen haben beobachtet, wie sie sie gehindert haben, in einen Bus einzusteigen. Sie haben sie in ihren Wagen gebracht und sind mit ihr Richtung Erding gefahren. Kurz vor Erding geht ja der Weg in das große Moorgebiet. Aber das wissen Sie ja selbst nicht. Ich habe keine Ahnung, was für einen Dienstrang Sie haben, Herr Köster. Ach, das ist doch wurscht, Frau. Ich bin bei der Kriminalpolizei, bitte. Was bezwecken Sie mit dieser Vernehmung? Das werden Sie gleich erfahren. Eine Woche bevor Sie mit Fräulein Gerber in Urlaub fuhren, da haben Sie einen Brief geschrieben. Und darin haben Sie ja gedroht, dass Sie sie umbringen werden, wenn sie sie verlassen würde. Ich habe immer wahnsinnig Angst gehabt, dass ich Barbara verlieren könnte. Diese Angst werde ich wohl nie loswerden. Mit Recht. Fräulein Gerber ist nicht gerade kleinlich, was ihre Beziehungen zu anderen Männern angeht. Mama, ich verbiete dir, so zu sprechen. Ich habe mich informiert. Sie gehört zu den Mädchen, die nicht Nein sagen können. Während wir hier sitzen, amüsiert sie sich mit Sicherheit mit irgendjemand anderem. Hör auf! Ja, das ist alles schön und gut, ne, Frau, aber während wir hier sitzen, durchsucht eine halbe Hundertschaft das Moorgebiet nach ihrer Leiche. Und das kostet Zeit und Energie und Benzin. Was ist denn los? Ich verlange eine Erklärung. Was gibt's denn da zu erklären? Die Polizei glaubt, dass sie tot ist. Das hast du doch selbst gehört. Wie ist sie zu Tode gekommen? Erwürgt, erstochen oder alles beides. Es gibt eine Menge von Möglichkeiten. Bleib hier! Es ist nicht wahr, dass du dich mit ihr verloben wolltest. Doch. Ich hatte schon eine Wohnung für uns und wir wollten heiraten. Kannst du mir sagen, wovon ihr leben wolltet? Ja, ich hätte das Studium an den Nagel gehängt und gearbeitet. Aber darüber brauchst du dir jetzt keine Gedanken mehr zu machen. Es wird nichts draus. Sie ist tot, tot, wie ein Mensch nur tot sein kann. Seit wann weißt du das? Seit dem Nachmittag, als wir ins Moor gefahren sind. Du hast es getan. Sie hat gesagt, sie hätte genug von mir. Du musst den Verstand verloren haben. Ja, das habe ich auch. Hast du keinen Augenblick an mich gedacht? Ich habe überhaupt nicht an dich gedacht, weil das meine Sache ist. Allein meine. Das ist es eben nicht. Hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen? Nein. Das wirst du auch nicht tun. Verstehst du? Kein Mensch wird etwas davon erfahren. Aber Mama, die Polizei war da. Es ist aus. Du tust nur noch das, was ich dir sage. Ich lasse nicht zu, dass unser Leben zerstört wird. Ich lasse das ganz einfach nicht zu.
er wollte. Ihren Kündigungsbrief habe ich gekriegt. Man hat mir erzählt, dass Sie das alles hier ganz allein gebaut haben. Ja. Früher ist nur der Anbau dazugekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so hübsch geworden ist. Ja. Steckt auch viel Geld drin. Haben Sie sich schon nach einer neuen Bleibe umgesehen? Das ist nicht so leicht. Ja, vielleicht finden wir einen Weg, dass Ihr Häuschen hier stehen bleiben kann. Und dass Sie weiter hier Ihre Existenz haben. Darf ich hereinkommen? Ja, ja, bitte. Ja, früher, da waren die Moorgebiete Schlupfwinkel für Räuber und Landstreicher. Hintergrund für Kriminalromane. Sumpfmörder. Hund von Baskerville. Wuhu! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Kölnbacher, wir haben miteinander telefoniert. Ah ja. Na, wie sieht's denn aus? Ja, es ist halt wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber wir waren trotzdem nicht erfolglos. Die Tasche ist 60 Meter vom Fundort des Wagens entfernt, im Morast gelegen. Jemand hat sie mit einiger Gewalt in den Sumpf gedrückt. Gehst du mal hin, bitte. Was ist denn drin in der Tasche? Reisesachen. Ein paar Wäschestücke mit dem Monogramm BG. BG, sieh mal an. Barbara Gerber. Wie lange können Sie die Leute hier noch einsetzen? Bis morgen Abend, aber mehr ist nicht drin. Herr Köster, für Sie. Ja. Herr Köster? Ja. Wissen Sie schon, wann Sie da fertig sind? Hier hat sich nämlich jemand gemeldet. Ein bisschen merkwürdig, aber... Vielleicht können Sie auf dem Rückweg da vorbeifahren. Ja, ich gebe Ihnen Namen und Adresse. Grüß Gott, sind Sie der Herr Bonte? Ja, bin ich. Köster, Kriminalpolizei. Oha. Ihr seid ja direkt von der schnellen Truppe. Ja, der Witz ist nicht neu. Aber wenn uns jemand was Wichtiges zu erzählen hat, sind wir natürlich da, ne? Ja, das hab ich. Ja? Darf ich reinkommen? Ja, freilich. Danke. Hocken wir uns ein bisschen hin, ne? Ja. Dankeschön. Na, Herr Bonte. Was haben Sie uns denn zu erzählen? Ja, jetzt passen Sie auf. Ich schlage in der Früh die Zeitung auf und lese, Barbara Gerber seit 8 Tagen spurlos verschwunden. Ich denke, ich spinne, aber da spinnt die Polizei. Ja, das gibt's auch. Die Barbara, die ist ganz quick lebendig. Wir haben uns erst vorgestern gesehen. Ach ja, wo? Da, bei mir. Wir sind ja miteinander... Wie sagt man? Wir haben was miteinander. Wie lange schon? 8 Wochen. Jetzt warten Sie mal. Ihr Bild. Ui, gratuliere. Das ist sehr attraktiv. Hey. Aber wie erklären sich dann, dass wir heute früh die Reisetasche von Fräulein Gerber gefunden haben, 60 Kilometer von hier, in einem Moor? Keine Ahnung. Aber ich kann Sie ja mal fragen. Seid ihr verabredet? Ja, heute Abend. Tatsächlich? Ja. Würden Sie mir dann einen Gefallen tun? Gerne. Sagen Sie doch, Sie möchten sich mal um Ihre Eltern kümmern. Die machen sich die größten Sorgen. Ja. Und Sie sind so gut und kommen morgen früh mal in mein Büro, ja? Das ist meine Karte. Ja, ist gut.
Für Gott, Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Pfarrer. Sie hat neben dem Wagen gelegen. Ich habe sie vorsichtig angefasst, damit die Fingerabdrücke und die Blutspuren nicht verwischt werden. Das Foto kriegen Sie umsonst. Das Messer kostet 500.000. Wenn ich es nicht der Polizei geben soll, nehmen Sie die Sache ernst und warten Sie auf meinen Anruf. Wer hat das geschrieben? Woher soll ich denn das wissen? Hast du's damit gemacht? Ja, damit. Du bist wahnsinnig. Du bist absolut wahnsinnig. Hat Ihnen der Mann den Apparat so übergeben? Ja. Und Sie haben nichts daran verändert? Wir haben ihn gleich in Ihr Zimmer gelegt. Warum fragen Sie? Naja, ich meine, wenn man wegfährt, nimmt ein Fotoapparat mit. Da hat man doch im Allgemeinen einen Film drin, weil man Aufnahmen machen will. Aber der ist leer. Naja, das kann ja auch vorkommen. Also, Frau Gerber, ja? Würden Sie mir die Beziehung Ihrer Tochter zu dem Herrn Wendorf mal genau schildern? Ja, die Sache war ein bisschen einseitig. Wieso einseitig? War er der interessiertere Teil? Nein, es war gerade umgekehrt. Barbara war sehr verliebt. Für ihn war es wohl mehr ein Abenteuer. Ja, aber ich habe doch gedacht, er wollte sich mit ihr verloben. Tja, das hat sie sich sicher gewünscht, aber die Rede war nie davon. Ja, warum hat er ihr dann den Brief geschrieben, dass er sie umbringen will, wenn sie ihn verlässt? Ja, also, da war ganz was Merkwürdiges. 2 Wochen, bevor sie weggefahren sind, waren sie auf einmal wie ausgewechselt, alle beide. Er hat sie jeden Abend abgeholt, hat ihr Blumen geschickt. Wie hat Ihre Tochter darauf reagiert? Sie sagte plötzlich, Mama, er ist doch nicht der Richtige. Ja, aber sie ist doch mit ihm weggefahren. Ja. Ja. Frauen wissen manchmal nicht, was sie wollen. Hat sie vielleicht inzwischen einen anderen Mann kennengelernt? Das glaube ich nicht. Sie hat mir immer alles erzählt. Hat sie mal den Namen Axel Bonte erwähnt? Kann ich mich nicht erinnern. Bonte? Wer ist denn das schon wieder? Hallo? Ja, ich kann Sie verstehen. Den haben wir bekommen heute früh. Wir sind dran interessiert, aber wir müssen noch mal über die Summe sprechen. 500.000 sind eine schöne Stange Geld. Ja, das dürfen Sie nicht denken. Bitte legen Sie nicht auf. Gib mir den Hörer. Warte. Ja, wir sind ja einverstanden, und wann? Das lässt sich machen. Noch eine Frage. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Was hat er gesagt? Er lässt nicht mit sich handeln. 500.000 Mark in 100-Mark-Scheinen. Morgen sagt er Bescheid, wo wir es hinbringen sollen. Hast du die Stimme erkannt? Nie gehört. Mama? Mama? Du darfst mich jetzt nicht in den Stich lassen. Der meint das ernst. Der geht mit dem Messer zur Polizei. Fick mich an, warum bringe ich mich um? Ich tue es wirklich. Guten Tag, Herr Bonte. Bitte bleiben Sie doch sitzen. Bleiben Sie doch sitzen. Hast du Herrn Bonte schon einen Kaffee angeboten? Nein. Wie mögen Sie ihn denn? Stark oder? Mei, haben Sie einen Schluck Bier da?
Ja, kann ich ihn holen. Hast du Mineralwasser für mich? Ja. Danke. Na, Herr Bonte, nur sagen Sie mal, war Fräulein Gerber gestern Abend bei Ihnen? Nein, die ist nicht gekommen. Oh. Aber sie hat Ihnen doch eine Nachricht zukommen lassen. Ja, sie hat telefoniert. Die war den ganzen Tag unterwegs, die sucht einen neuen Job, deshalb war sie wohl am Abend zu müde. Haben Sie mal gefragt, wie Ihre Reisetasche in das Moor gekommen ist? Ja, das hat sie mir erklärt. Die hat noch einen anderen gehabt. Einen Freund. Das hat die mir offen ins Gesicht gesagt, die war fix und fertig. Und mit dem ist sie verreist. Aber vor ein paar Tagen, da haben die Schluss gemacht und da hat der wohl offensichtlich eine Riesenszene hingelegt, das Kleid zerrissen und die Sachen weggenommen. Und jetzt, so denk ich mir's, in seiner Wut hat er dann die Sachen da hingebracht. Mhm. Wir haben ein paar Erkundigungen eingezogen, Herr Bonte. Das Grundstück, auf dem Ihr Häuschen steht, das gehört ja Frau Wendorf, nicht? Mhm. Und der Sohn von Frau Wendorf, das ist ja der andere Freund von Fräulein Gerber. Ja. Hat Frau Wendorf in den letzten Tagen mal mit Ihnen gesprochen? Na, die Frau, die redet nichts mit mir. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Herr Bonte, dass jemand, der einen Täter durch eine Falschaussage der Strafe zu entziehen versucht, man nennt das Strafvereidelung, dass der mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen muss. Warum erzählen Sie das gerade mir? Aus Freundlichkeit, Herr Bonte. Aus reiner Freundlichkeit, damit Sie nochmal über Ihre Aussage nachdenken. Ist jetzt noch was? Ich möchte gehen. Ja, wollen Sie sich auf Ihr Bier warten? Oh nein, Dankeschön, ich muss gehen. Na gut. Wiedersehen, Herr Bonte. Wiedersehen. Ach, noch was, Herr Bonte. Ja. Die Eltern von Fräulein Gerber und ein paar Angehörige, die haben eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise auf den Verbleib ihrer Tochter. Insgesamt 10.000 Mark. Interessant? Ja. Ja. Wiederschauen, Herr Werke. Wiederschauen, Herr Bonte. Gibt's was Neues aus dem Moorgebiet? Ja, ja, das habe ich mir gedacht, danke. So auf dich gewartet. Du bist ja bald erlöst. Noch 2 Tage. Was macht deine Mutter? Die ist zu ganz großer Form aufgelaufen. Wenn es um die Zukunft ihres Einzigen und den guten Ruf der Familie geht, dann schreckt sie vor nichts zurück. Also Spott hat sie wirklich nicht verdient. Die ist heute Nachmittag zur Bank gegangen und hat das Geld abgeholt. 5.000 Scheinchen, stell dir vor. Aber die hat ja genug. Und die Polizei?
Die ist in vollem Einsatz. Die brauchen nur noch deine Leiche und mein Geständnis. Dann nehmen sie mich fest. Mann, oh Mann, du bist vielleicht verrückt. Was das Schlimmste für mich war? Dass ich so tun musste, als ob ich dich nicht mehr gern hab. Du warst wirklich überzeugend. Manchmal habe ich selber geglaubt. Also du bist doch doof. Komm, sag mir sofort, was lieb ist. Du hast mir gefehlt. Weißt du auch noch, was du mir gesagt hast? Dass wir immer zusammenbleiben wollen? Bis das der Tod uns scheidet. Wenn ich dich nicht so wahnsinnig lieb hätte, dann hätte ich das ja auch alles gar nicht mitmachen können. Wir sind noch nicht am Ziel. Morgen früh rufst du bei mir an, Punkt 9:30. Dann fährst du zu der vereinbarten Stelle und versteckst dich. Wenn meine Mutter das Geld gebracht hat, wartest du. 10 Minuten ungefähr. Dann nimmst du das Geld und bringst es hierher. Hier machst du es so sauber, dass man auch kein Fusselchen mehr finden kann. Übermorgen früh hole ich dich ab. Was war das? Irgendein Tier. Und wie erklären wir, dass es gar keinen Mord gegeben hat? Da habe ich eine fabelhafte Geschichte. Ja, grüß Gott. Könnt ihr den Herrn Köster sprechen, bitte? Ah, grüß Gott. Herr Köster, da ist Bonte. Ich hätte gerne mit Ihnen noch einmal gesprochen über diese betreffende Sache. Ja, da richte ich mich ganz nach Ihnen, gell? Ja, komm sofort. Ja, bitteschön. Na, danke schön, das ist nett. Hat Ihnen Frau Wendorf etwas für Ihre Hilfe versprochen? Ja. Kündigung ist zurückgenommen. Das Heisel darf stehen bleiben und der Kiosk auch. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie uns dieses Märchen erzählen sollen? Ja, die hat da gesagt, es gibt da Missverständnisse mit der Polizei, aber das würde sie irgendwie aufklären. Ach, dass ihr Sohn unter Mordverdacht steht, das hat sie nicht erwähnt? Na, kein Wort. Haben Sie sonst was gehört oder gesehen, das uns weiterhelfen könnte? Nein, da kann ich Ihnen nicht helfen. Es tut mir leid. Herr Bonte, warum dieses Geständnis jetzt so plötzlich? Ja. Ich will nicht, dass ich eingesperrt wäre. Warten Sie. Das habe ich Ihnen noch mitgebracht. Hat Ihnen das Frau Wendorf gegeben? Ja. Als Beweis, dass sie meine Freundin ist. Dankeschön, Herr Bonte, Sie können gehen. Bitte schön. Wiederschauen. Wiederschauen. Hat er wirklich Angst vor Strafe? Oder was ist der Grund, dass der plötzlich auspackt?
dein Messer? Schick dir mit der Post. Das ist ja das Fest versprochen. Und pass auf dich auf, Mama. Wie war's? Du hast getrunken. Du weißt doch, dass ich so aufgeregt bin. Wir werden morgen früh einmal ein grundsätzliches Gespräch miteinander führen. Mama! Mama! Ich bin dir doch so dankbar, dass du mir geholfen hast. Herr Köster? Ja? Telefon. Hast du aber Glück gehabt. Im Moment wäre ich weg gewesen. Inspektor Kornbach aus Eschenlohe. Ah, ja. Was bist du bloß für ein Mensch? Ich bin ein Versager. Damit musst du dich nur mal abfinden. Ist doch merkwürdig, wie fremd einem jemand werden kann. Du bist mein Kind, aber ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du für Ziele hast. Ich habe viele Ziele, aber keins davon wirst du je begreifen. Jedenfalls werde ich auf nichts verzichten, was das Leben mir bietet. Aber dazu brauchst du Geld. Sehr viel Geld. Und das hast du nicht. Und du wirst auch nie welches haben. An diesem Punkt könntest du dich ausnahmsweise mal irren. Es ist meine Schuld, dass du so geworden bist. Das weiß ich ganz genau. Ich habe dir alle Schwierigkeiten abgenommen. Ich habe versucht, dir alle Wege zu ebnen. Deshalb hast du es auch nicht nötig gehabt, erwachsen zu werden. Ich schau nach. Mama, Herr Köster ist gekommen, heute mit Begleitschutz. Und ich dachte immer, die Polizei leidet an Personalknappheit. Denken Sie lieber an Ihre eigenen Sorgen. Tut mir leid, dass ich störe, gnädige Frau. Können wir irgendetwas für Sie tun? Sie nicht, gnädige Frau. Wir haben gestern Nachmittag Barbara Gerber gefunden. Gratuliere. Ja, aber leider Ihre Leiche. Im Moor von Eschenlohe. Allerdings an einem anderen Platz, als wir uns vorgestellt haben. Das ist ja fabelhaft. Ein echter Knüller. Und ich habe mir gedacht, Polizisten haben nur ihre Dienstvorschriften im Kopf. Sie haben ja richtige Einfälle. Machen Sie doch keine Witze. Barbara Gerber ist ermordet worden. Mit einem Dolch, der Ihnen gehört. Der Hotelwirt hat ihn wiedererkannt. Wir rufen sofort Rechtsanwalt Herlach an. Lass dich jetzt nicht einschüchtern. Das ist eine Shownummer, ein Trick aus der Polizeikiste. Nur nicht sehr überzeugend. Auch wenn Sie dazu Ihre kleinen, traurigen Kulleräuglein machen. Ich glaube nicht, dass jetzt der Zeitpunkt für Unverschämtheiten ist. Sie sind eben noch sehr unerfahren, Herr Wendorf. Sie werden noch viel lernen müssen. Ich finde es nun mal traurig, wenn ein Mädchen so jung sterben muss. Und wissen Sie, was ich finde? Ich finde, jetzt ist es endlich an der Zeit, dass Sie mit Ihren Mätzchen aufhören. Wenn Sie glauben, dass ich darauf reinfalle und ein Geständnis ablege... No, Sir! Da müssen Sie mir schon mit was Besserem kommen. Ja, ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Was haben Sie vor? Ich muss Ihrem Sohn die Leiche von Barbara Gerber zeigen, sonst glaubt er mir ja nicht. Und ich glaube, Sie gehen jetzt etwas zu weit. Sie stehen im Verdacht, Ihre Freundin in einem Streit ermordet zu haben.
schon wieder da, Doktor. Ach, Herr Köster, ich habe da den ersten Untersuchungsbericht rübergeschickt. Kann ich die Tote noch mal sehen? Ja, natürlich. Kommen Sie her. Bitte, Herr Doktor. Das ist nicht wahr. Hören Sie auf! Hören Sie! Ich war das nicht. Ich hab das. Das hab ich nicht gemacht. Ich muss Ihnen was erklären. Bringt ihn weg. Ich war doch erst mit Ihnen zusammen. Keine Schwierigkeiten. Ich hab Sie doch erst gesehen vorgestern. Vorgestern. Kommen Sie. Wir haben den Mord doch nur gespielt. Das können Sie nicht machen. Wir haben meine Mutter erpresst. Wir wollten nur ihr Geld. Wir wollten doch nur ihr. Sagen Sie, Herr Doktor, konnten Sie die genaue Todeszeit feststellen? Sie wissen, das Moor hat eine stark konservierende Wirkung. Außerdem lagen die nächtlichen Temperaturen in dieser Gegend unter 0 Grad. Eine genaue Angabe ist unmöglich. Aber wir haben etwas anderes festgestellt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit hat vor dem Mord ein Vergewaltigungsversuch stattgefunden. Ach ja. Das Opfer muss sich erheblich gewehrt haben. Wir sind gerade dabei, die Hautfetzen zu untersuchen, die die Tote unter den Fingernägeln hatte. Sieh mal an. Dankeschön, Herr Doktor. Bitte schön. Bitte schön. Ich nehme an, Sie haben noch eine Frage. Ja. Ihr Sohn hat mir gesagt, dass Sie im Zusammenhang mit der Mordgeschichte erpresst worden sind. Ja, das stimmt. Ich habe eine 500.000 gezahlt. Haben Sie einen Verdacht, wer das gemacht haben könnte? Nein. Darf ich das an mich nehmen? Ja, selbstverständlich. Gnädige Frau, ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ihr Sohn hat sich dazu bekannt, dass er der Erpresser war. Und dass es ihm bei dieser ganzen schrecklichen Geschichte nur um Geld ging. Um Ihr Geld. Nein. Nein, das ist unmöglich. Das würde er mir nie... Ihnen nie antun, wollen Sie sagen. Ja, aber Sie wissen doch nicht sicher, dass er... Also eins, wenn er der Erpresser war, dann ist er wahrscheinlich nicht der Mörder. Dann war in diesem Fall nicht ein junges Mädchen sein Opfer, sondern Sie, die Mutter. Ich hätte Ihnen das alles gerne erspart. Lassen Sie mich bitte jetzt allein. Sie verreisen? Nein, ich fahre auf Urlaub. Mit so viel Gepäck? Um ein Ferienhäusl gemietet. Ach ja. Vielleicht in der Gegend von Erding, wo das große Moorgebiet ist? Vor nach Frankreich. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht, warum Sie uns neulich die Wahrheit gesagt haben. Sie haben ja damit gegen die Abmachung verstoßen, die Sie mit Frau Wendorf hatten. Und? Ein schlechtes Gewissen gehabt. Ist Ihnen das noch nie passiert? Selten. Aber vielleicht haben Sie bei Ihrer Gewissenserleichterung auch noch eine größere Chance im Auge gehabt. Was? Sie waren der Einzige, der außer dem jungen Herrn Wendorf seine Mutter und der Polizei von dem Mord an Barbara Gerber gewusst hat.
Vielleicht haben Sie auch gewusst, dass Frau Wendorf erpresst wurde und dass sie bereit war, die 500.000 zu zahlen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie weiß. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Warum? Ihre Hände. Warum? Das sind Kratzspuren. Die hatten Sie vorgestern nicht, als Sie bei uns waren. Erzählen Sie drauf. Die war sehr jung und sehr reizvoll, nicht wahr? Sie haben ihr erst das Geld weggenommen und dann haben Sie sie versucht zu vergewaltigen. Und da hat sie sich gewehrt und da haben sie tot gemacht. Mit dem Dolch. Sonst ist weg. Woher haben Sie gewusst von der Erpressung und dass Barbara Gerber noch lebte? Ich wollte zu der Frau Wendorf. Am Eingang habe ich dann gesehen, wie der junge Wendorf weggefahren ist. Bin ihm hinterher, ganze Zeit lang. Und am See, in einer Hütte, haben sie sich getroffen. Hab dann alles gehört, was sie besprochen haben. Und am nächsten Tag bin ich dann noch einmal hin. Sie sind festgenommen. Gerd, komm mal her. Ruf das Untersuchungsgefängnis an. Der Herr Wendorf kann nach Hause, ja.